Moin Leute und herzlich willkommen zurück zum letzten objektorientierten JavaScript-Video. Danach gibt es noch ein paar kleine zusätzliche Videos, aber nichts Großes mehr. So langsam neigt die Reihe sich dem Ende zu und wir werden danach weitermachen mit den Bibliotheken in JavaScript. Also zum Beispiel jQuery oder so, das ist alles ziemlich essentiell heutzutage und deswegen will ich euch das natürlich nicht vorenthalten. Okay, was wir jetzt machen noch ist Prototypes. Prototypes sind sozusagen die Möglichkeit, wie ihr im Nachhinein noch irgendwas an diesem Blueprint hier, an diesem Prototype, so heißt er tatsächlich in JavaScript, wie ihr daran was verändern könnt. Und das geht nämlich über die Variable, wenn ihr über Penguin, Achtung, so heißt eure Funktion hier oben, also Function Penguin, da müsst ihr wirklich denselben Namen benutzen, Punkt. Und jetzt habt ihr hier die Möglichkeit, auf Prototype zuzugreifen, Punkt. Und jetzt könnt ihr hier euch entscheiden, was ihr gerne benutzen würdet. Und zum Beispiel eine neue Funktion zusätzlich hinzufügen. Also sowas wie, sagen wir mal, SlowBro oder sowas. Machen wir hier mal zwei O's wieder raus, damit wir es auch eindeutig haben. Ist gleich Function. Ups, nein, Function. Und hier unten Semikolon nicht vergessen. Hier schreiben wir jetzt einfach rein, was dieses SlowBro denn sein soll. Das kommt dann sozusagen genau gleich, wie wenn ihr das jetzt hier drin definiert hättet. Also quasi unter GotToGoFast. Und das ist quasi dasselbe, als wenn ihr das innen drin schreibt. Aber ihr könnt es irgendwo in eurem Code schreiben. Ihr könnt es zum Beispiel in dieser Funktion schreiben oder in einer komplett anderen Datei. Und das macht das Ganze natürlich sehr, sehr flexibel, aber ihr müsst auch vorsichtig damit umgehen, dass ihr nicht irgendwie was kaputt macht oder irgendwelche Methoden reinmacht, die einfach nur Schwachsinn machen oder sowas. All das muss man bedenken. Deswegen ist das Video wirklich gedacht für Leute, die da sehr vorsichtig sind und schon ein bisschen Erfahrung haben. Okay, also wir erstellen uns jetzt hier eine neue Funktion und sagen hier, die SlowBro-Methode macht einfach folgendes. This.Schwimmgeschwindigkeit ist gleich 1. So, und ja, jetzt können wir hier die Methode GotToGoFast aufrufen, aber wir machen jetzt noch Folgendes, wir machen unten drunter einfach, übrigens, es geht bei dem Editor mit STRG D, dieses Duplizieren von Zeilen, wir sagen hier unten drunter noch Franziska.SlowBro und geben es dann nochmal aus. Okay, und jetzt schauen wir uns das einfach mal an, was hier passiert ist. Wir haben erstmal die Dings hier auf 9 gesetzt, die Schwimmgeschwindigkeit, und dann wird die Methode aufgerufen und schon ist die Schwimmgeschwindigkeit auf 1 runter. Ja, all das könnt ihr damit machen, ist ziemlich nützlich und damit kann man dann auch tatsächlich solche Dinge wie Vererbung realisieren. Allerdings muss ich sagen, finde ich Vererbung in JavaScript nicht so toll, als dass ich sie euch zeigen würde. Ich würde das Ganze tatsächlich einfach so lassen und damit arbeiten. Okay, das war jetzt ein ziemlich kurzes Video. Eine kleine Anmerkung habe ich noch, macht es nur bitte mit euren eigenen Prototypes. Wenn ihr das mit JavaScript macht, dann habt ihr dann ein Problem. Am Ende funktioniert quasi gar nichts mehr. Also immer vorsichtig sein, ihr könnt da auch ziemlich viel kaputt mitmachen. Aber ja, das war's von meiner Seite. Nächstes Mal schauen wir uns wahrscheinlich noch irgendwie so Sachen wie Errors oder sowas an. Und ja, wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann, ciao.